Seminar steht auf deinem Stundenplan und jetzt fragst du dich, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video erfährst du alles, was du über Seminare an der Universität wissen musst. Was lernst du in einem Seminar? In einem Seminar bekommst du meistens eine intensive Einführung in ein Thema. Der Besuch eines Seminars dient also dazu, dein Wissen zu diesem Thema zu vertiefen. Typisch für Seminare ist auch die aktive Mitgestaltung des Lernprozesses durch die Studierenden. In vielen Fächern wird zwischen Proseminaren und Haupt- bzw. Oberseminaren unterschieden. Diese Unterscheidung gibt es aber nicht in allen Fachbereichen. Proseminare werden zu Beginn des Studiums besucht und dienen daher meistens der thematischen Einführung. Haupt- und Oberseminare haben häufig einen spezifischeren Fokus. Daher werden sie erst zu einem späteren Zeitpunkt im Studium besucht. Seminare laufen in der Regel über das ganze Semester und finden wöchentlich statt. Anders als Blockseminare. Diese finden nicht wöchentlich statt, sondern an einigen ausgewählten Terminen, dafür aber über mehrere Stunden. Manchmal sind Blockseminare auch am Wochenende. Seminare an der Uni sind partizipativ gestaltet. Das bedeutet, dass die Studierenden und ihre Beiträge zum Thema im Fokus stehen. Anders als bei der Vorlesung, denn dort steht der Dozent oder die Dozentin im Mittelpunkt. Im Seminar gestaltest du als Studentin oder Student aktiv mit. Damit jeder sich aktiv einbringen kann, gibt es bei Seminaren weniger Teilnehmende als in einer Vorlesung. Oft nehmen 15 bis 25 Studierende an einem Seminar teil. Wie sieht nun aber ein Seminar aus? Man kann schwer verallgemeinern, welche Aufgaben du in einem Seminar hast, denn jedes Seminar ist anders. Du wirst in der ersten Sitzung aber auf jeden Fall erfahren, was deine Aufgaben sein werden. In allen Seminaren besteht jedoch Anwesenheitspflicht. Du darfst also nur wenige Male fehlen, um das Seminar zu bestehen. Im Seminar wird Wissen gemeinsam erarbeitet. Du wirst zum Beispiel mit anderen Studierenden diskutieren oder Gruppenarbeiten bewerkstelligen. Das wird dir dabei helfen, dein Wissen zu reflektieren und dir eine eigene Meinung zu einem Themengebiet deines Fachs zu bilden. Oft musst du im Seminar auch ein Referat halten. Wie ist der Lehrstil in einem Seminar? Seminare werden von wissenschaftlichen Mitarbeitenden oder Professoren und Professorinnen gehalten. Sie organisieren den Seminarablauf und betreuen die Studierenden. Dazu gehört auch, dass sie Themen für Referate und Hausarbeiten vorschlagen und Diskussionen moderieren. Du kannst im Seminar jederzeit Fragen stellen. Außerdem kannst du auch die Sprechstunde der Seminarleitung nutzen. Die Sprechstunde findet regelmäßig zu bestimmten Terminen statt, zum Beispiel immer montags zwischen 14 und 16 Uhr. Du solltest dich informieren, in welchem Raum und wann genau. Was noch wird von dir erwartet, was du als Student oder Studentin in einem Seminar tun solltest? Im Seminar werden von dir Selbstverantwortung und Selbstbestimmung erwartet. Du solltest dich auf die Sitzungen vorbereiten und dich kritisch mit den Inhalten auseinandersetzen. Seminare sind etwas lockerer als Vorlesungen. Bring dich aktiv ein. Oft müssen alle Teilnehmenden im Laufe des Seminars ein Referat halten, entweder allein oder mit mehreren Personen. Schau gerne mal im Online-Kurs Präsentationskompetenz vorbei. Hier bekommst du viele hilfreiche Tipps, die dir bei der Vorbereitung auf dein Referat helfen. Es kann sein, dass du zur Vorbereitung auf das Seminar Literatur lesen musst. Das ist wichtig, damit du an den Diskussionen im Seminar teilnehmen kannst. Manchmal musst du Seminare auch nachbereiten. Zum Bestehen des Seminars musst du einen Leistungsnachweis erbringen, zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben. Die Hausarbeit schreibst du dann am Ende des Semesters, meistens zu dem Thema, zu dem du schon ein Referat gehalten hast. Viele weitere Informationen findest du in der Lernsequenz „Das Seminar". Viel Erfolg!